deine Reisen haben bei der Entstehung von diesem Buch auch eine Rolle gespielt. Aber ich weiß, dass du auch so viel reist. Ja. Und du hast auch gesagt, dass jede Reise spezielle, gut, wenn wundert es, und dennoch spezielle Aspekte in deine therapeutische Arbeit mitbringt. Mhm. Und dass es mitunter Aspekte sind des alten Wissens, auf die man so nicht ohne weiteres rankommt. Mhm. Und wie machst du das? Wie kommst du an die ran? Ich habe das große Glück, immer wieder auf Menschen zu treffen, die, ja, die genau mir das bringen, immer zur passenden Zeit. Kann ich da sind wir wieder bei den Zufällen. Ja, bei den Zufällen. Ja, letztes Jahr habe ich zum Beispiel Mama Celia begrüßt. Und zwar ist das eine Hebamme aus dem ecuadorianischen Dschungel Amazonas. Sie hat über 2000 Kinder auf die Welt gebracht. Man müsste sich das mal vorstellen. Wow. Sie hat einen so großen Erfahrungsschatz, was es ums Frausein, was Frausein ausmacht, Gebären ausmacht, unsere Blutung, wunderbar. Von ihr habe ich einiges erfahren. Aber wenn ich auf Reisen gehe, schaue ich natürlich, wo finde ich diese Menschen? Kann ich mit diesem in Austausch kommen? Du schaust einfach, wo finde ich diese Menschen, die geheimes Wissen in sich tragen und die Sprachen sprechen, die kein Mensch möglicherweise aktiv spricht? Nein, na, so einfach ist es auch nicht. Ich war ja jetzt auch in Australien, ne? Und bin ja da... Da ist es auch nicht ganz so einfach. Das sag ich doch. Da ist es schon nicht einfach. Und mit den Aborigines, die sind ja... Ach, unglaublich, kann ich nur sagen. Also eine sehr große Bereicherung war das für mich gewesen, sie auch wieder kennenzulernen. Ich bin ja nun das 5. Mal in Australien gewesen. Und an manchen Dingen kommt man nicht so schnell heran, soll man auch nicht. Ist meine Erfahrung. Warum? Man braucht auch die Reife dazu, sag ich dazu. Und dich haben sie, kann ich mir vorstellen, herangelassen oder reingebeten? An manchen Dingen ist es so, sie sind sehr vorsichtig und ich finde es sehr gut. Um da mal hinwegzugehen, dort ist das Wissen auch Frauenbusiness, sagt man dazu, und Männerbusiness. Ja, also sie sagen so, das ist für Frauen und das ist für Männer. Und ich hatte da auch gefragt... Wie uneuropäisch, aber ja? Das freut mich, dass es noch so beim Namen genannt werden darf. Irgendwie habe ich gerade so ein, spüre ich Genugtuung, dass es noch so sein darf. Ja, und Männer wissen dann manchmal gar nicht so viel dann darüber oder wollen das dann nicht sagen. Das ist eben das Frauenwissen, das ist eben geheim sozusagen. Und Männer haben eben ihr Wissen und die haben eben ihre Rituale und die Frauen haben ihre Rituale. So wie es die Frauenplätze gibt und die Männerplätze. Wow. An Männerplätzen haben Frauen nichts zu suchen. So wie an Frauenplätzen Männer nichts zu suchen haben. Ich finde es gut. Warum? Weil bestimmte Dinge sind für Frauen. Und bestimmte Dinge sind für Männer. Wir sind sehr emanzipiert heute. Und ich finde das grundweg gut. Aber manche Dinge finde ich auch gut, wenn wir Frauen das auch... weil Männer können das nicht erleben. Frauen wissen genau, wovon Frauen sprechen, wenn sie das haben. Ihre Blutung. Du kannst es einem Mann erzählen. Er wird es nie erfahren in dem Sinn. Ne? Okay. So wirklich. So wie ich nicht so erfahren kann, wie das ist, wenn ein Mann ihm sein... Penis wieder irrigiert ist. Ist einfach so. Kann ich nicht erfahren, weil ich habe ihn nicht, oder? Aber ich kann mich hineinversetzen und es gibt bestimmte Themen, wie es sich genauso anfühlt. Natürlich. Aber trotzdem, in der Realität habe ich das nicht. Dir ist schon klar, dass du jetzt Dinge ansprichst, wo man jetzt darum bemüht ist, zumindest in der Öffentlichkeit, ich sag mal, alles zu nivellieren, alles... All die Geschlechter irgendwie neutral darzustellen. Und wir sind aber nicht neutral. Mann ist Mann und Frau ist Frau. Ja, du sprichst mir aus dem Herzen, aber mir ist schon klar, dass du dich ein bisschen auf dünnes Eis begibst, oder? Dann ist es so. Okay, dann sind wir zu zweit. Ja, weil es hat ja nichts damit zu sagen, dass ich jetzt sage, es soll Männer sollen Frauen gleichberechtigt sein. Frauen sollen genauso viel Geld verdienen wie Männer an den gleichen Positionen. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Ne? Aber es sind so bestimmte Dinge, die einfach wohltuend sind, mit einer Frau ganz tief zu erleben. Das heißt nicht, dass man das mit dem Mann nicht haben kann.
Aber ich finde es schön, wenn Mädchen zum Beispiel, und das ist bei den Aborigines so, und das war in unseren Kulturen auch so, und überall auch auf der Welt, dass Frauen bestimmte Initiationen, sagen wir mal Einführungen erlebt haben von Frauen, dass sie eine Frau jetzt gewonnen. Da gab es eben diese Plätze. Und die waren eben für Frauen, ne? Zugeordnet. Und Männer bei den Aborigines, wenn wir bei ihnen sind, die haben ihren Walkabout gehabt. Und da gab es Plätze, wo die Männer dann eben waren. Und dann haben die Männer, die Jungs, ihre Prüfung zu bestehen gehabt. Du hast vorhin gesprochen, dass du altes Wissen auf unser modernes Leben adoptierst, überträgst, also das übersetzt. Ja. Hast du an dieser Stelle vielleicht nur ein kurzes Beispiel dafür, wie diese Rituale für Jungs auch heutzutage stattfinden können? Was wäre jetzt eine passende rituelle Einweihung vom Jungen zum Mann oder vom Jungen zum erwachsen werdenden Jungen? Ich glaube, ich finde das toll, wirklich, wenn Jungs draußen in der Natur sind, wegen mir Pfeil und Bogen mal in die Hand nehmen. Ursprünglich sind wir ja so die Jäger, ne? Männlich orientiert, ne? Venus, Männlichkeit, zielgerichtet, ne? Mal das Kanu nehmen, draußen in der Natur sein, und auch mal ein Feuer anzumachen. Frag mal welche, selbst die erwachsenen Männer, hast du selber mal ein Feuer angemacht? Es geht nicht darum, dass sie jetzt dann zurückgehen sollen. Aber das ist so ein bisschen Abenteuer, denn auch zu wissen, wer sie sind. Sag mal, kann man dich auf deinen Reisen auch begleiten? Oder sind deine Reisen und deine Forschungsgebiete? Hm. Und dann bringst du das Wissen hierher und teilst es in den Seminaren und in deinen Büchern. Hm. Oder sind Reisen auch für die Teilnehmer gedacht? Also manche sind für mich gedacht, weil ich da sind mich selber, ich brauche selber auch mal meine Entdeckungsreisen. Und ich sage immer, ich bin Abenteurerin. Ja. Eine meiner Kurse heißt ja auch Abenteuerfrau. Ne, das ist ja auch so schön, weil ich liebe Abenteuer und Frau sein ist Abenteuer. Eine große Reise habe ich jetzt demnächst, die geht nach Sibirien, wo ich nach Schamanen, mit Schamanen unterwegs bin. Da brauchst du eine Übersetzerin? Habe ich diesmal schon, aber vielleicht nächstes Jahr. Und dann habe ich, es geht zum Baikalsee, der ist unglaublich. Er wird ja nicht dort See genannt, der wird ja dort Meer genannt. Balkan ist das größte Meer See der Welt. Ja. Und aber ich habe demnächst auch wieder Reisen nach Italien. Da kann ich aber nicht dolmetschen. Nein, da brauchst du nicht. Ich kann mich nur in Sibirien oder in die Ukraine anbieten. Aber du kannst mitkommen. Wow. Das ist eine wunderschöne Frauenreise, die leite ich dann an. Es wird im Piemont stattfinden nächstes Jahr und wahrscheinlich sogar noch in Nordtoskana. Dieses Jahr habe ich das Frauencamp hier im Brandenburger Land. Man braucht gar nicht so weit reisen. Und in diesem Camp zum Beispiel geht es darum, auch um die Rückverbindung zu sich selbst, Frau sein. Aber wir werden eine Kräuterapotheke herstellen. Mhm. Welche Kräuter sind denn für uns gut? Elixiere, das macht immer besonders viel Spaß. Ja. Dann habe ich wieder mein Feuer, was ich liebe, eine Medizinwanderung werden wir machen, also in der Natur sein und dort auch meditieren. Ganz praktische Dinge auch. Praktisch ist auch selber kochen. Das Essen werden wir selber zubereiten und das macht immer sehr viel Spaß mit Frauen gemeinsam in einer Küche. Bestimmt mit Kräutern. Mit Kräutern. Ja, vegetarisch wahrscheinlich mehr, aber gibt's auch andere Frauen, die anderen nicht vegetarisch unterwegs sind. Da bin ich immer offen, weil das kann man ja teilen. Klar. Ne? Aber das finde ich immer sehr gut, weil mit diesem Kochen, das ist ja Magie. Ja. Diese Küche. Ja. Und Liebe geht durch den Magen, das wissen wir. Und das ist einfach immer wieder schön, selbst mit den Frauen zu sein. Und du hast 3 verschiedene Gemüsesorten. Und du hast verschiedene Frauen, jedes Mal kommt was anderes heraus. Und dann ist es sehr interessant in der Küche, was kochen wir denn? Kommt einfach. Es macht einfach so viel Spaß und so viel Freude. Es ist einfach Lebendigkeit. Ja. Und das sind mit Freizeit, mit Baden gehen, in der Natur zu sein, unter Frauen zu sein. Und das ist immer sehr heilsam. Das ist schön. Ja. Wenn du das jetzt so beschreibst und du hast Feuer angesprochen und Natur, also bei mir steigen die Bilder hoch, ich bin ehemalige Tänzerin und schon sehe ich mich so im Wald um das Feuer herum tanzen. Ist das so ein Aspekt vom Tanz oder Bewegen geplant oder vorgesehen? Am Feuer werden bestimmte Rituale stattfinden. Ja. Wir werden aber
Tänze auch durchführen. Vielleicht sind sie am Feuer. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Also ich tanze am Feuer. In meinem Bild tanze ich am Feuer. Ja. Da werden aber gleich wieder andere sagen, man weiß, was das für eine Veranstaltung ist. Wer hopst denn da um Feuer herum? Ja, ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja so. Wenn eben Feuer irgendwo angemacht wird, entzündet wird, zu allen Begebenheiten war Feuer elementar und zentral. Ja. Es wurde gesungen, es wurde gelacht, getanzt, auch mal getrunken. Das gehört dazu, das ist das Leben. Geschichten erzählt, ausgetauscht. Und natürlich werden in dieser Form, ich sag mal, es entwickelt sich generell. Finde ich das wichtig, auch zu tanzen. Weil Tanzen ist Lebensfreude, ja, ist Ausdruck, ne? Ist Körper. Und also egal, wo ihr tanzt, tanzt. Ich mache das auch in meiner Wohnung, laute Musik an und dann geht es immer und dann fühlt man sich doch gleich viel besser. Es gibt so verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten und der Körper möchte sich ausdrücken. Und was ich sehr schön finde, ist auch dieser freie Tanz. Ja. Ja, also sich auszudrücken, was gerade kommt. Ne? Also ich bin froh, dass keiner zuschaut, wenn ich morgens so vom Spiegelschrank, wie ich das nenne, tanze, dann bin ich manchmal froh, ja, dass ich keine Zuschauer habe, damit ich keinen erschrecke. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich vielen so gehen, so wie meine Nachbarin auch immer singt auch unter der Dusche. Und manchmal denkt man, man hört es nicht, aber ich höre es und sie hat Freude daran, sie singt. Ja, ich finde es wichtig, Spaß zu haben, Freude zu haben. Ich finde Singen auch sehr schön. Viele haben mit dem Singen, sagen wir, nicht so gute Erfahrungen gemacht. Da kommt ja die Schule. Ja, ja, auch bei mir. Ja. Ich weiß nicht, warum ich so eine gute Zensuren bekomme. Manchmal muss ich sagen, ich denke immer, na, ich singe doch gar nicht so aber toll. Aber singst du? Singst du heute? Ich singe. Wir haben auch immer mal wieder Lieder, die in den meinen Veranstaltungen auch gesungen werden, ja. Und das ist sehr fremd manchmal und Frauen kriegen manchmal auch einen Schreck und dann merken sie, brauchen sie gar nicht. Weil ich sage, singt mit dem Herzen und das ist immer gut. Ja. Und wenn viele Frauen singen, dann wird es automatisch schön. Und dann kommt ein ganz anderer Aspekt nach hinein, singen. Weißt du, was ich neulich erlebt habe? Nein. Das ist absolut krass. Ich war in dem Seminar von Andreas Krüger zum Drachen erwecken, diese feurige, ureigene Energie. Ja. Und da waren natürlich auch Heilgesänge und wurde getrommelt, aber auch getanzt und geschwommen im Wasser. Herrliches Erlebnis, absolut initiationsartig. Und ich meine und kenne mich so, ich singe nicht mal unter der Dusche. Ich habe mich ins Auto gesetzt auf dem Heimweg und ich habe eine Stunde lang gesungen. Und das war so schön. Ich habe mich nicht erkannt. Im Nachhinein habe ich mir gesagt, Mensch, hättest du bloß aufgenommen mit dem Handy, mit dem Diktierfunktion, weil ich es mir kaum glauben kann. Aber ich weiß, eine ganze Stunde ohne Pause, kein Text, das war das, was man so möglicherweise Heilgesang nennen kann. Ja. Das war ein Erlebnis, wie so ein Geschenk nach dem Geschenk. Und deshalb habe ich dich gefragt und da stimme ich dir voll und ganz zu. Es kommt von alleine, weil es sowieso dann innen lebt, innen wohnt. Wenn wir die Lieder anschauen, die Liedtexte, die alten Liedtexte, was dort drin steht, es ist schon, da steht so viel Wissendes drin. Und wenn man Lieder singt, erst wenn man sie mehrmals singt und nochmal, können es richtig Heilgesänge werden. Und Wörter, Silben haben Kraft. Und diese Kraft wirkt und diese heilen dann eben. Und je nachdem, wie man dann singt, deshalb sage ich mit dem Herzen singen, kommt eben diese Kraft dann eben noch mehr heraus. Die Erfahrung ist eben oftmals in der Schule, ist es dann wieder so, ach, wieder diese Noten. Ne, und dann denkt man kann nicht singen. Darum geht es gar nicht. Das würde man Freude dran haben. Und wenn man dann gemeinsam singt, dann kann es sehr, sehr, sehr schön werden und sehr, sehr schön sein. Und manchmal, vielleicht lauscht man einfach, weil das sehr gut tut, oder vielleicht summt man. Aber es ist einfach eine unglaubliche Kraft, die dem inne ist. Weil das Summen ist ja auch eine der Übungen, die die Sänger nutzen oder die Moderatoren auch, damit die Stimme in den natürlichen Tonationen kommt. Genau. Eine Frage, glaubst du,
dass gerade damit dieser Gesang heilsam werden kann oder Heilgesang genannt werden kann, ist es von Bedeutung, ob ich die Worte verstehe oder nicht? Mantren singen oder alte deutsche Lieder oder eben Lieder in deiner Muttersprache, jeder in seiner Muttersprache. Glaubst du, ist es von Bedeutung oder kommt es auf die Melodie und auf Intention an? Manchmal kann der Kopf sehr tricky sein. Das heißt, man will mal wissen. Ja? Und ich finde es manchmal auch gut zu wissen, was man natürlich singt. Also ich möchte manchmal das dann schon erfahren, aber es ist ja nicht immer möglich. Man bekommt genau mit, was es ist, indem man zum Beispiel in Mantren, wenn man überlegt, wie alt Mantren manchmal, wie alt sie sind, das Gayatri-Mantra, über 1000 Jahre, und wie oft das gesungen wurde, da ist eine Kraft drin. Und wie weiter es noch gesungen wird. Und wenn man dieses singt, dieses Mantra, ich habe einen Abend dazu gemacht. Ein Liederabend, ja, Heilgesänge. Und dann haben wir gesungen. Und da waren Frauen da, die konnten nicht singen, angeblich. Ne? Und darum ging es dann gar nicht, weil sie gesagt haben, ich weiß nicht warum, ich musste hierher kommen, weil ich wusste, es tut mir gut. Und genau darum ging es. Ich habe dann vorgestellt, was die Bedeutung von den Liedtexten sind. Und dann haben wir gesungen und manche haben nur da gelegen, haben zugehört. Und manche haben dann auch gesummt. Und dann waren wir in Ruhe danach. Nicht gleich das Nächste. Man musste nichts sagen, weil man gespürt hat, da ist was passiert. Und manche Dinge kann man nicht beschreiben oder kann die Ration nicht erfassen, weil das erst später kommt, weil das an einem ganz anderen Punkt hingeht und wirkt, was manchmal nicht in der Rationalität verankert ist, weil das tiefer geht. Es ist gut, unsere Ratio, die brauchen wir, ganz toll, aber manche Sachen sind woanders und deshalb können wir manche Sachen nicht mit der Ratio verändern oder bewegen, weil sie ja woanders sind. Deshalb brauchen wir andere Methoden, um dorthin zu kommen, damit das wirken kann, wo die Ratio nicht wirkt. Also Mystik pur. Teilweise ist es Mystik, ja, es ist Mystik. Und aber wir haben ja heute so viele Dinge, ich finde, Moderne und Mystik zusammen. Das finde ich. Es ist ja kein Widerspruch. Es ist, also für mich ist das kein Widerspruch. Es ist gar kein Widerspruch, weil beides gehört zusammen. Ja. Wie Tag und Nacht. Ja. Mann und Frau vielleicht, ja. Frau ja. oder Frau, Mann und Mann, es ist alles möglich. Das ist schön. Petra, ich bin so erfreut. Am Anfang habe ich gesagt, deine Ausstrahlung von Sanftheit und Kraft hat mich wirklich geflasht. Auch jetzt geht es mir so, ich bin wirklich absolut in meiner Ruhe und ich bin, weiß Gott, kein ruhiger Mensch. Also wunderbar, immer wieder das zu erleben, wie deine Art selbst in diesem Gespräch so Wunder bewirkt. Herrlich, vielen Dank. Wir haben über die Ursprünge gesprochen, über die Quellen, über die Frauenkraft, über die Männerkraft und darum, wie wir all das verbinden können. Und ich bin sicher, dass deine Arbeit noch vielen, vielen Menschen heilvolle Impulse spenden wird. Und ich freue mich auf den Moment, wo wir mit deinem Buch uns nochmal hier setzen. Ja, sehr schön. Wird der Titel verraten oder noch nicht? Das Mädchen, wenn es so bleibt, ist es Mädchenzeit. Ja. Aber ich schaue noch mal, ob das wirklich der passende Begriff ist. Oder der passende Slogan. Ja. Mal schauen. Naja, das werden wir das noch werden erfahren. Wir, sehen. Wir werden das erfahren, werden darüber berichten. Ich danke unseren Zuschauern und Zuschauerinnen für die Aufmerksamkeit und fühlt euch alle herzlich eingeladen, bei Petra vorbeizuschauen. Ich war anwesend und das ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Und auch dieses Gespräch, Petra, für mich hier. Vielen Dank. Danke auch für deine Arbeit, die du machst. Danke dir, meine Liebe. Ja. Alles Liebe. Ja.